CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin von dem geschätzten Koalitionspartner von der SPD, die gerade gesprochen hat, zeitweise dachte ich, Sie sprechen über die Riester-Rente und Walter Riester gehörte ehemals der CDU-CSU an. So ist es nämlich nicht, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Ich kann mich noch gut erinnern, als hier in diesem Haus, ich hörte damals schon den Deutschen Bundestag an, 2001 über die Riester-Rente debattiert worden ist, in zweiter, dritter Lesung, und Walter Riester auf der Regierungsbank saß und hier für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion Horst Seehofer gesprochen hat und genau darauf hingewiesen hat, auf diese Schwierigkeiten, wo wir heute auch wissen, dass wir in der breiten Verbreitung nicht das erreicht haben, was wir halten wollten. Und deswegen müssen wir hier bei der Riester-Rente reformieren, wie schon mehrmals von Rednern gesagt worden ist. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das Thema Riester-Rente in die gesetzliche Rentenversicherung überführen, ein Antrag der Linksfraktion. Lassen Sie mich zu Beginn einige Schlagzeilen der letzten Tage zitieren. Da hieß es: Sackgasse Riester-Rente, Rettung für Riester-Sparer oder zum Beispiel die Riester-Rente muss bleiben. Damit wird deutlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir es mit einem Thema zu tun haben, das kontrovers betrachtet werden kann. Diese Pressemitteilung lassen für jeden erkennen, es gibt keine einfache Lösung. Wichtig ist aber, wir müssen die Alterssicherung aufgrund der demografischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Veränderungen anpassen. Gleichwohl darf es nicht zulasten jüngerer Generationen gehen. Die gesetzliche Rente im Umlageverfahren ist und bleibt für uns die wichtigste Säule. Dennoch dürfen wir die kapitalgedeckte Vorsorge als zweite und dritte Säule nicht vernachlässigen. Aufgrund des demografischen Wandels werden immer weniger Beitragszahler für die Finanzierung der Rente aufkommen. Deshalb ist es unausweichlich, dass die Altersvorsorge auf drei Säulen gestützt wird, wie schon Vorredner auch gesagt haben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, und darauf möchte ich darauf hinweisen, wurden in den letzten Jahren beginnend der Riester-Rente bis dato 16 Millionen Riester-Verträge geschlossen und diese Zahl könnte durchaus höher sein. Höher sein, dennoch spricht sie gegen eine Abschaffung der Riester-Rente. Natürlich gibt es auch eine hohe Anzahl von ruhenden Verträgen. Das muss bei einer ehrlichen Diskussion erwähnt werden. Das gehört aber auch zur Wahrheit, dass die Riester-Rente kein Wundermittel ist. Die Idee der damaligen Regierung war vielmehr die Schaffung einer weiteren Vorsorge und nicht eine unschlagbare Rente oder die Optimierung. Es war vor allem die Intention, neben einkommensschwachen Steuerpflichtigen auch kinderreiche Familien zu unterstützen, so die Aussage, wenn ich mich richtig erinnere, 2001. Seit der Einführung der Riester-Rente haben über 2000, um auch das einmal zu erwähnen, 2000 Anbieter rund 4300 Produkte entwickelt. Zweifelsfrei gibt es auch dabei Probleme. Die Riester-Rente ist, wie viele Kritiker bemängeln, ein sehr komplexes System mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten fürs Alter vorzusorgen. Da müssen wir ansetzen. Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise ist das Vertrauen in der Finanzdienstleistungen erheblich gesunken. Auch die mitunter hohen Abschluss- und Verwaltungskosten lassen den Unmut über Riester-Sparverträge noch steigen. Viele Kunden bemängeln besonders die fehlende Transparenz über die tatsächlichen Kosten. Und durch die seit Jahren andauernde Niedrigzinsphase ist die kapitalgedeckte Altersvorsorge natürlich weniger attraktiv als noch bei der Einführung 2002. Diese Einwände kann ich ohne Zweifel nachvollziehen. Vergessen dürfen wir aber bei all dieser Diskussion nicht, dass Renditen langfristig betrachtet werden müssen. Diese Riester-Rente ist da, meine sehr verehrten Damen und Herren, da stimme ich dem Antragsteller ausnahmsweise zu, umstritten. Aber die Abschaffung, meinte der Kollege Birkwald, der Riester-Rente halte ich jedoch für falsch. Allerdings stimme ich zu,
wenn Forderungen nach der Vereinfachung der RIST-Rente und den Förderungsbedingungen laut werden, so wie der Kollege Peter Weiß bereits gesagt hat. Eine Optimierung halte ich deshalb für geboten und unausweichlich. Werte Kolleginnen und Kollegen, bei aller berechtigten Kritik an der RIST-Rente halte ich dennoch Ihren Antrag von der Linksfraktion für falsch. Sie fordern die Möglichkeit einer freiwilligen Überführung der RIST-Rente Riester-Produkte in die gesetzliche Rentenversicherung. Zunächst stellt sich schon die Frage, wie wollen Sie die Abschaffung den Menschen erklären, die auf die Einhaltung der Verträge vertrauen? Genau den Menschen, die im Vertrauen auf die staatliche Förderung der Riester-Verträge geschlossen haben. Diese Menschen sollen also dann keine staatliche Förderung für ihre Verträge mehr erhalten. Neben dem Vertrauensschutz auf staatliche Förderung der Riester-Sparer spricht die Vermischung zweier unterschiedlicher Systeme gegen Ihren Antrag. Die heutigen Beschäftigten zahlen im Laufe ihres Erwerbslebens regelmäßig Beiträge ein. Durch das Umlageverfahren werden die Beitragsleistungen, wie wir wissen, für die Rentenzahlungen an die Rentnerinnen und Rentner verwendet. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten im Gegenzug für ihre Beiträge einen Anspruch auf Rente im Alter, der dann von der nachfolgenden Beitragszahlergeneration finanziert wird. Wenn die RIST-Rente in die gesetzliche Rentenversicherung überführt wird, dann werden die heutigen Rentner durch die höheren Beitragseinnahmen erheblich profitieren. Die nachfolgenden Generationen werden jedoch benachteiligt werden. Ihren Vorschlag bewerte ich deshalb als systemwidrig. Ebenso widerspricht er der Generationengerechtigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass Riester-Rente bleiben muss, denn Riester-Rente hat Potenzial. Dieses Potenzial, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sollten wir nutzen und wir lehnen daher den Antrag der Linksfraktion ab. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist für die SPD der Kollege Dr. Martin